Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Osiris New Dawn mit dem Sonki, der leider gerade nicht in meiner Nähe ist, weil ich schon das mache, was wir eigentlich vorhin gesagt haben, der ist nämlich da hinten. Wir haben eigentlich gesagt, wir tun diese Folge hier unten nochmal alles ein bisschen vorbereiten von Stahl, Rubber, Plastik etc., was wir halt alles so auf dem nächsten Planeten so brauchen, auf Aziel, um unsere Base etwas zu vergrößern. Und ja, ich bin schon mal dran und sammle schon mal einiges an Materialien. Aktuell habe ich, ja, mein erstes Backpack voll. Der Pisser, jetzt sag mal, komm mal her, jetzt. Sag mal. Soll ich dir mal was sagen? Was denn? Lappen. Warum? Weil du ein Lappen bist. Okay. Boah, wir müssen unbedingt mal einen Sound aufnehmen mit Lappen. Das kannst du dann auf deinen Stream Deck packen. Oh ja, stimmt. Immer wenn Kai was schreibt, kannst du Lappen machen. Jedes Mal, wenn er schreibt, dann höre ich hier nur noch Lappen. Wenn du rennst und dann plötzlich diggend, also schaufeln drückst, dann siehst du deinen Unterarm getrennt von deinem Körper. Weißt du, was ich jetzt noch krasser finde? Mich? Ja. Aha. Nö, ich finde irgendwie, wenn es Inventar ist, wenn es Inventar voll ist, dann nimmt das einfach nicht mehr auf. Ja, stimmt. Das ist ja eine harte Nummer, ey. Ja, voll scheiße. Ja. Jetzt darf ich zurückrobben. Zurückrobben? Ja. Robben? Zurückaien. Zurück, was? Robben. Hä? Der Fußballspieler Arjen Robben? Ah, den kenne ich nicht. Ich bin kein Fußballfan. Ich auch nicht. Mensch. Aber den kennt man. Mm-mm. Du gehst jetzt mal raus den aus dem einzigen Furnace, du Lappen. Ja, ist ja gut. Den einzigen, den ich kenne, ist... Nee, den kenne ich nicht. Ah, ich wollte gerade irgendeinen Namen sagen, aber der ist mir dann entfallen. Spontan. Aha, so ja. Spontanentfallung. Genau. Ja, das kennen wir alle. Man auch Diarrhoe. Was? Okay, alles klar. Lappen. Was ist dein Hoverbike geholt? Nö, natürlich nicht, Lappenlord. Nee. Warum holst du das nicht? Kann ich dir in die Fresse? Nee, also die Schaufel. Oh! Kann ich dir ins Gesicht schießen? Ich hab nichts gesehen, nichts gehört, also ist auch nichts passiert. Nee, hier nicht passiert. Alter, ich treffe dich sogar noch von 5 Kilometern Entfernung. Boah, bist du ein absoluter Arschloch. Ich bin so ein absoluter... So ein Riesenarschloch, ey, Wahnsinn. Ja, aber sowas von... Oh, also richtig hart. Richtig hartes Arschloch bin ich. Oh, ja. Ja. Hast du gerade einen Herzinfarkt oder so? Ja, hab ich. Oh, ja. Wie schaut es aus mit Stahl? Reicht das? Stahl? Weiß ich nicht. Habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe was eingepackt. Kann das sein? Ja, möglich. 16. Ich habe 16 Stahl. Also. Okay, dann reicht das wohl noch nicht. Nee, ja? Das reicht nicht. Ich habe also, noch Glas. Glas habe ich dir mal in so eine Truhe. Mindestens 3 Stacks. Habe ich dir mal in so eine Truhe gestopft. Super. So, also ich brauche Magnesium. Magnesiumhypochlorid. Nee, einfach nur Magnesium. Dann brauche ich Aluminium und Iron. Oh, mir ist gerade eingefallen, was man damit macht. Mit was? Magnesiumhypochlorid. Ja, toll. Mhm. Fühlst du dich jetzt cool? Ja, weil es mir wieder eingefallen ist. Ah, okay. Ja, ja. Ja, das ist nämlich das Chlor, was du in den Pool reinmachst. Aber sag Bescheid, wenn es dich interessiert. Okay. Okay, ja, richtig interessant. Aha. Ich weiß gar nicht, wo ich langlaufe gerade. Ich suche den Pool. Wie heißt es? Den Pool. Den, See. Pool. Pool. Wo hatten wir denn so viel Eisen eigentlich? Weißt du das noch? Boah. Ich habe Hydrogen gefunden. Lass mich ganz kurz. Nee, weiß ich nicht. Okay, ich lasse dich mal ganz... Nee. Ich weiß es echt nicht mehr. Gut. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Oh,
Du, in der Nähe von der Höhle ist ganz viel Lithium. Ja. Aha, welche Höhle? Ja, unsere Höhle. Die Höhle. Die Höhle vom Anfang? Ja, die Höhle. Ach so, ja, das habe ich dir mal gesagt, dass das da... Wo bin ich denn hier? Du hast mir gesagt, dass da Lithium liegt? Ja, ja. Hör ich direkt so wenig zu? Wenig zu, ja. Kann nicht sein. Hat er nicht gesagt. Hat er doch gesagt. Hat er gesagt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Ja, ich auch nicht. Ja, wo würdest du denn gern sein? Am Pool. Wie heißt denn das See? Warum tust du denn nicht eigentlich einfach dein Navigationsgerät raus und das auf dein Hoverbike richten? Ach so, das vergesse ich irgendwie. Was? Komm jetzt her, Lappen. Nee. Ja, Lappen. So, Alter, das ist ein Weggeschossener. Da, denn weggeschossen. Weggeschossen, weggeschissen. Ja, heute wird es lustig. Irgendwie kriegst du echt aus diesem Metallzeug, aus diesem Mixmetall, fast kein Metall raus. Also Eisen. Ja. Ja. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich, ich bin ja gerade da, wo die Eisendinger sind. Oh Mann, bin ich doof. Wo ist das? Hier bei den Bäumen. Da, wo die erste die Mine war, weißt du noch? Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo das war, obwohl. Hier, wo ich bin. Ja, das ist okay. Ja. Nee, ich glaube es zu wissen. Nee. Also du musst einfach da lang, wo ich gedacht habe, wo der Pool ist. Ich habe ihn. Der See ist. Der Pool. Wen? Ja, ich habe den Wald. Und einen Dino. Ja, den sehe ich jetzt auch gerade, du. Ein Dino? Ich meine, Wurm. Ja, ich glaube, wir haben etwas zu viel Ark in letzter Zeit gespielt. Kann das sein? Möglich. Wir beide. Möglich. Möglich, hat er nicht gesagt. Aber wo ist denn hier das Eisen dann bitte? Irgendwo, dort. Also. Ja, also so links 3x5 um die Ecke und dann die vierte Quadratur von rechts. Dann bist du da. Ich hab's. Ja, super. Ja, war eine gute Beschreibung von dir. Gerne, immer wieder. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Aluminium gefunden. Ja, habe ich vorhin auch schon. Da haben wir schon einiges jetzt. Aber jetzt geht eben Eisen aus, deswegen müsste ich jetzt Eisen finden. Wo bin ich denn hier? Eisenhart. Ach so, da ist er ja, der Pool. Der See. Oh Mann. Hättest du gerne einen argen Pool gehabt, deswegen redest du jetzt die ganze Zeit von Poolen. Boah, wäre das geil, wenn man sich Wasser wegpumpen könnte und dann da irgendwas überfluten könnte oder so. Boah, wäre das geil. So Minis. Ja, reden wir über Ark. Ja. Genau, ja. Natürlich. Eine Sache muss ich noch sagen. Mir ist aufgefallen in Ark, dass unsere Base auf einem potenziellen See steht, der gar kein See ist. Welche Base? Auf der Karte. Die Hauptbase, die wir haben. Auf der Karte ist ein See angezeigt. Ach so, stimmt, ja. Stimmt. Aber wir sind auf keinem See. Stimmt. Ist das nicht merkwürdig? Fragen wie Galileo Mystery. Mhm. Und Ayman Abdallah. Richtig. Gerada, was ist da? Was macht denn bitte ein Busch unter Wasser? Wachsen. Bist du... Ah, nee, das muss ich nicht. Oder es badet. So, jetzt muss ich... Es badet, richtig. Ja, so übertrieben viel Eisen war ja jetzt nicht wirklich, ne? Hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Mist. Wieso steigt mein Sauerstoff eigentlich, während ich unter Wasser bin? Das ist ja mal sowas von unlogisch. Nee, du hast einen Kiemen-Raumanzug. Ach so. Weißt du, der Raumanzug ist intelligenter Raumanzug. Falls du auf einem blauen Planeten landen solltest, also was Wasser bedeutet und nicht brennend heiß. Ja. Oder ist es tatsächlich so, dass der Anzug Wasser sammelt und daraus via Hydrolyse hier. Jetzt wird man nicht unrealistisch. Ja, du hast recht. Wo ist denn jetzt das Hoverbike? Alter, ich bin jetzt 5-mal dran vorbeigelaufen oder so. Ah, da ist es. Ich hab auch... Ah doch, bei mir ist das noch voll. Sag ich doch.
Okay. Deswegen solltest du es ja holen, weil wir haben kein Hydrazin mehr da. Und während du hier 10 Minuten lang nach deinem Hoverbike gesucht hast, hatte ich gehofft, dass du eventuell auch Hydrazin schon gefunden hast. Aber nein, der Herr musste jetzt 10 Mal an seinem Hoverbike vorbeirennen, weil er die ganze Zeit in den Pool springen wollte. Ja. Ja, schon. Jetzt muss ich halt auch wieder nach Hause finden, gell? Ja, dann stell doch da. Ah, ich hab's schon. Okay. Ach toll, jetzt bin ich schon wieder voll zugedröhnt. Ich war noch nie nüchtern. Was? Was? Wer? Hat er nicht gesagt. Oh, ich hab Circuit Boards gefunden. Oh, wann? Jetzt gerade. Nee, ach jetzt, so, oder nie. Jetzt hat er selber verkackt. Jetzt habe ich selber verkackt. Ja, das erwartet man ja auch irgendwie nicht. Schäm dich. Ja, schon. Njum. Njum. Ah, irgendwo ist zu Hause. Gesundheit. Oh. Critical Hit. Ja, in your face, bitch. So, hallo, ich bin zu Hause. Ich noch nicht. Ah. Oh, ich fahre auch schon wieder in die falsche Richtung. So. Nee. So, no more items can collect it. Super, muschi. Hui. Iron 180. Ja, okay. Ist akzeptable, surletable. Guck mal, wo ich mein Bike geparkt habe. Warte. Ich muss schon wieder einsortieren. Ja Gott, wir haben schon wieder so viel. So, jetzt auch noch was. Hast du. Ich könnte raten. Was? Wo du dein Bike geparkt hast. Ich würde sagen, du hast dein Bike auf meinem Bike geparkt. Ich rate nur. Warum wusste ich das denn? Und schon haut er ab. Hab ich nicht. Ich wusste es doch, ey. Warum fährst du deins? Warum fährst du den denn so weit weg jetzt? Ja, Strafhocken? Oh Mann. Ach, Lappen. Hm. Was, ich? Ja, natürlich. Du kriegst das niemals gerafft. Oh Mann. Was kriege ich nicht gerafft? Eieieiei. Alles. Ach so, okay. Natürlich. Was dachtest du denn? Ich weiß es nicht. Labbe. 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 Hier ist Carbon. So, ich geh mal, Mach doch einfach, ist mir doch egal. Okay. Jetzt sag, du stirbst dabei. Ja. Arschloch. Arschloch. wo war denn jetzt die Drogenstation? Ah, hier. Mhm. Toll, 4 Stück kann ich herstellen. Von den Drogen? Holy Macaroni! Warum gibt es eigentlich keinen Knopf mehr für ins Inventar ziehen? Oder weiß ich nicht. Raus. Gab es sowas überhaupt schon mal hier? Ja, also du konntest damals mit Rechtsklick konntest du auswählen, put in storage oder irgendwie ach sowas. Ach so, stimmt, ja. Aber das geht jetzt auch nicht mehr. Also die Updates sind nicht unbedingt Updates gewesen, sondern zum Teil sogar Downgrades, gell? Ja, toll. Und jetzt natürlich. Es ist immer vorteilhaft, wenn man in einem Inventar ist und dann drückt Take All und man muss dann alles mühsam per One-Click wieder zurücksetzen. Das ist immer wieder amüsant. Ja, allerdings. Definitiv sogar. Definitiv, ja. Weil ich finde es auch toll, dass der Take All-Button so gehighlightet wird hier, sodass man auch intuitiv da drauf drückt. Ja, ist toll. So, Inventar ist voll, aber nimm trotzdem mal alles. Ist ja egal. Musst du nachher nur wieder einzeln aussortieren, aber ist doch egal. Richtig. So ein Dreck hier. Wir sollten das Ganze echt nochmal ein bisschen überdenken. Sortieren. Ach, wir? Ich dachte, die Devs. Nee, wir müssen hier unser eigenes Ordnungssystem mal ein bisschen verbessern. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil das ist total bescheißen. Beschissen. Beschissen. Wir können auch mal schauen. Können wir das? Ich probiere mal etwas. Vielleicht funktioniert das auch. Ich weiß nicht. Dann können wir hier ganz viel Storage reinpacken. Oh. Das ist zum Beispiel noch Aluminium. Rohes Aluminium ohne Ingots. Einfach ja. So mittendrin.
Das soll passieren? Nee, eben nicht. Ach so. Sag ich doch. Ja. Richtig. Ja. Was? Ah, nee. Ach, ich kann den ja gar nicht bauen. Ach so. Kannst du mir noch mal einen Printer... Ach so, nee. Kannst du ja nicht. Kann man den aufsammeln? Den Printer? Ja. Frag ihn doch. Lieber Printer, ich habe dir einen langen Brief geschrieben, in dem stand, kann man dich aufsammeln? Und die Antwort war, nein. Ja, blöd. Toll. Man kann nur die Structure destroyen. Super. Warum willst du noch einen bauen? Weil ich probieren wollte, ob man den drinnen im Haus platzieren kann, weil dann hätten wir die Truhen direkt um uns, so, könnten die benennen mit, oh, das geht mir so auf den Sack, dass diese Locker da nicht aufgehen. Und dann könnten wir hier direkt Sachen herstellen. Also, ich bräuchte dafür nur noch Glas, dann kann ich dir einen herstellen. Ja, Glas müsstest du doch. Nö, die habe ich vorhin in eine Truhe getan, damit du es wieder nimmst, aber hast du nicht getan, also habe ich jetzt Glas. Sag ich doch. So, also im Haus, oder was? Ja, einfach mal probieren, ob das hier überhaupt möglich ist. In unserem Haupthaus oder wo? Ja, genau. Warte, muss ich mich erst öffnen. Hallo. Ja, verkackt. Nee. So, so und dann eins von den zwei Ecken hier. So, mal schauen, ob das hier... Ja, warte. Aber ich wette mit dir, es zeigt gleich an, muss auf irgendwelchem Untergrund platziert werden. Bla. Ah, nee, da war was. Ah, toll. Ja, ganz, also... Du kannst wahrscheinlich auf dem Fabricator bauen, oder? Nee. Doch, da war ganz kurz grün. Ja, aber das sieht nicht so aus, als würde das... Nö, nö. Toll. Das finde ich ein bisschen schade bei Ark, dass wir die Blueprints von anderen nicht sehen können. Das stimmt, kann ich es in dir drin bauen? Nee. Kann man es in mich reinbauen? Das wäre... Nee, also das geht leider nicht. Das geht nicht. Schade. Ja. Yep. Leider geht es nicht. Ja. So, jetzt weiß ich nur immer noch nicht, was wir denn jetzt wirklich brauchen. Plastik wollten wir. Wolltest du? Wollte ich. Ein bisschen was haben wir ja schon hergestellt. Ja, aber ich brauche arschviel und dazu brauche ich Container und muss Wasserstoff farmen gehen. Ja, da sind 100.000 Container dran. Und gleichzeitig bräuchten wir Wasserstoff und Stickstoff. Stickstoff haben wir noch ein bisschen, dann könnte ich noch ein bisschen Hydrazin herstellen. Also wir haben ONCL haben wir hier. ONCL und H habe ich zwei Stück. Nee, habe ich nicht. Okay. Ja, aber hier in der oben links Box sind ganz, ganz viele Barrels noch frei. Okay, dann nehme ich mir da mal was hier raus. Hier ist tatsächlich immer noch auch noch CL hier mittendrin wieder, einfach in irgendeiner anderen Truhe. Das packe ich jetzt auch mal wieder hier rein. Achso, cannot open, weil irgendein anderer Lappen gerade dran ist. Okay. Ja, sorry. Ich schaue ja nochmal innen drin, weil innen drin ist nämlich auch wieder so ein totales Durcheinander. Ja, krass, gell? Ja, das muss jetzt echt mal, es muss jetzt mal hier eine Ordnung gefunden werden. Es muss eine Ordnung Wir müssen die Ordnung wiederherstellen. Genau. Ja. So sehe ich das auch. Sehr gut. So, wir haben, ja. Ja. Was haben wir? Das verstehe ich auch nicht. Dann sagst du, das soll sich alphabetisch sortieren und dann kommt Sauerstoff, Stickstoff, Chlor, Stickstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Sauerstoff. Das ist durcheinander, das will mich doch verarschen. Ja, will es. Deswegen macht es das ja auch. Ich hasse es. So, wir sind mein Bike. Sind Diamanten eigentlich schwer? Boah, das weiß ich nicht. Das dichteste Material ist und sowas? Ja, also theoretisch müsste es leicht sein. Theoretisch. Warum? Ja, gut, stimmt eigentlich. Hohe Dichte? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es eine hohe Dichte hat. Ich hatte ja, klar, leider auch noch ja nie die höchste Diamanten in Dichte. Der Hand. Oder muss es die höchste Dichte sein? Nee. Sonst wäre es ja auch nicht so hart. Nee, das ist was anderes. Weil es ist also, ja durch Verpressung ist es doch so hart geworden. Oder? Nee, ja? Durch die Struktur. Durch die Struktur, die es in sich hat, ist es hart. Es ist nicht nur Kohlenstoff? Ja, es ist nur Kohlenstoff. Genau. Aber es ist ja, auch Metalle beispielsweise haben ja eine eigene Struktur. Also sowas wie... Ach, keine Ahnung, wie die ganzen Dinger heißen. Rodo, was weiß ich. Hexagon-Struktur und so weiter. Und das ist bei Diamanten nicht anders. Die haben auch so eine Struktur. Da ist ein Kohlenstoff mit dem nächsten Kohlenstoff verbunden und so weiter.
Und dadurch hat es eine extreme Festigkeit. Aha. Gut, ich gebe dir Bescheid, wenn es mich wieder interessiert. Super, dann kann ich ja weiterreden. Ja, red ruhig weiter, das ist ja cool. Diamanten kann man sehr gut zerstören, indem man sie verbrennt. Das ist noch interessant. Aha. Würde ich aber niemandem raten, weil die sind sehr teuer. Ja. Ja. Ach was, geht mal alle an Mamis Schublade hin und schaut mal, ob ihr ein paar Diamanten findet und dann zündet ihr sie einfach mal an. Ja, so leicht geht es natürlich nicht. Ihr kriegt aber meistens natürlich eine Belohnung von Mami, wenn ihr den anzündet. Ja, das ist verständlich. Backfotzen. Ja, zum Beispiel. Aber viele Kids Backfotzen stehen ja drauf. Hageln. Ja. Na du, es gibt Leute, die stehen drauf. Ja. Ja. Es gibt wahrscheinlich sogar viele Leute, die drauf stehen. Ja, wir wollen jetzt keine Namen nennen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Aber wir wissen, wir kennen ja einen, der steht drauf. Aber wie gesagt, keine Namen wollen wir nennen. Kai soll ja anonym bleiben. Eben, eben. Also. Ja, zum Glück hast du, ja, ja, ist es gut. Ja, eben. Das ist, zum Glück sagen wir sowas nicht. Sollten wir auch nicht. Ja. Nee, nee, das wär total unfair gegenüber ja, den voll. Anderen Kais. Ja, eben. Genau. Das wäre richtig unfair. Was mache ich hier eigentlich? Ein Arschloch sein? Aktuell? Immer. Okay. Huch, ach, da mein kommt was. Freund kommt wieder. So. Huch, was haben wir denn hier? Was willst du? Stickstoff, nee, den haben wir. Okay, also ich habe jetzt echt wirklich viel Stahl hergestellt. Von dem ich aber aktuell noch nicht weiß, wie viel wir denn wirklich benötigen. Super. Ja, ne? Ja, ich auch nicht. Aber wird schon reichen. Ja, okay. Das ist genau die Antwort, die ich hören wollte. Wird schon irgendwie passen. Wie viel hast du denn hergestellt? Weiß ich noch nicht. Ach so. Ich sammle es gerade, um es dann in eine separierte Räumlichkeit zu bringen, damit es nicht... Ach, leck mich doch. Genau. Verstehst du? Ja. Gut, ich nicht. Das ist wie mit zwei Betrunkenen. Der eine versteht's, der andere, der es gesagt hat, weiß gar nicht mehr, was er eigentlich von sich gibt. Ja, ja, was? Wer? Wann? Jetzt oder nie. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Bis dahin und ciao. Lappen.